Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkurser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute werden wir auf jeden Fall den Berg innen und außen dekorieren. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne den Berg noch ein klein bisschen formen, denn mir ist aufgefallen, dass er hier so eine kleine Wölbung nach innen hat und das gefällt mir einfach nicht. Die soll nämlich nach außen gehen. Das würde ich als erstes machen. Dann kommt die Dekoration von innen oder außen. Da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Das werde ich gleich spontan machen. Ich wollte dir jetzt gerade sagen, ich mache auf jeden Fall von innen, aber dann gehe ich nachher von außen, hab dann gelogen, also du wirst auf jeden Fall sehen, was wir machen. Was wir auch machen werden, ist die Palmen neu auszurichten, denn wir haben hier ein paar Schweberinos, die darf es so natürlich nicht geben, das liegt daran, weil wir ja hier Terraforming betrieben haben und dadurch ist der Berg so ein klein bisschen wellig geworden, das werden wir selbstverständlich auch korrigieren. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Timelapse und wir hören und sehen uns gleich wieder. Bis dann, ciao!
So, willkommen zurück und wie du gesehen hast, habe ich mal wieder den Mund zu voll genommen. Ich wollte eigentlich beide Bereiche dekorieren, sprich den inneren und den äußeren Bereich oder oben auf dem Hügel. Habe leider nur den inneren geschafft. Dafür ist der innere mir echt gut gelungen. Und ich war die Dinger hier am Suchen. Ich habe da Tropfstein eingegeben, nichts gefunden. Ich habe da Stalaktiten eingegeben, nichts gefunden. Dann bin ich unter Szenerie gegangen, unter Felsen und dann findet man die nämlich hier und die heißen Stalagmit. Nur für alle, die das mal suchen werden. Die kann man auch farblich umändern, habe ich natürlich gemacht, weil die Höhle ist ja relativ dunkel und die waren sehr hell. Deswegen habe ich mich, ja, ich sag mal, für diese Standardfarbe, ich weiß nicht, wie die heißt, die Standardfarbe hier, kannst du dir rauskopieren. 5D5339. Oder du nimmst ja einfach so ein Stalagmit, setzt ihn dahin, dann hast du auch die Nummer. Und außen habe ich dann den schwarzen Bereich gewählt, damit das alles so ein bisschen dunkler ist. Hatte erst versucht, die ganz schwarz zu machen, aber das sah nicht aus. Ich fand, so einen kleinen Kontrast mussten die haben. Dann habe ich hier sehr, sehr, sehr viele Dinger, Fächerblumen platziert. Ich wusste den Namen tatsächlich nicht mehr. Fächerblumen, das sollte so ein bisschen grün hier werden, weil hier haben wir ja bereits Wasser. Ich weiß, am Überlegen hier ein bisschen Wasser einzusetzen, aber habe mich dagegen entschieden, weil wir hier halt schon haben. Deswegen wollte ich hier dann das Grün haben. Habe einen Pirat hingesetzt, der Ausschau hält und natürlich auch wieder Beleuchtung und Felsen. Ich habe auch überprüft, ob die Bahn hier vorbeikommt. Ja, kommt sie. Ich habe extra das getestet. Ich zeige dir mal ganz kurz die Beleuchtung. Hatte ich ja vorhin getestet in Timelapse, aber ja gut, da hast du halt natürlich nicht genau gesehen. So, jetzt haben wir die Das ist ein Glitch. Ne? Also jetzt bin ich im Berg. Jetzt bin ich aus dem Berg. Jetzt bin ich im Berg. Jetzt bin ich aus dem Berg. So, auf jeden Fall mit der Beleuchtung an die Stalagmiten. Stalagmiten. Ne? Diese blaue Beleuchtung. Sieht das ganz gut aus. Ich habe die Farbe von hier gewählt, dass wir so einen einheitlichen Look haben. Und hier hatte ich noch die Laterne hingesetzt. Ich war jetzt am Überlegen, ob wir die Laternen da hinsetzen oder nicht. Aber pass auf, wenn ich die wegmache, ne, ist das immer noch genauso blau, als wenn ich die da hinsetze. Außer jetzt hast du so einen kleinen, ja, wärmlichen Ton. Und damit siehst du auch den Pirat besser. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich war jetzt am Überlegen, hier mit Auslöser zu arbeiten, aber machen wir nicht. Wir lassen das einfach so. Finde ich ganz in Ordnung. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Hören. In der nächsten Folge werden wir dann das hier dekorieren, wenn mir nicht irgendwie was anderes einfällt. Bis demnächst. Tschüss!